Hallo und herzlich willkommen. Wir zocken heute Dead District. Ein Zombie-Survival-Game mit ausgewogenen Rezensionen bei Steam. Also nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Da jumpen wir jetzt einfach mal rein. Selective, ja, naja, machen wir hier normal natürlich. Ich habe nämlich genauso wenig Ahnung wie ihr. Was da so los ist, es sei denn, es kennen Leute das Spiel, dann wissen sie genau, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn aus? Was ist das denn? Kriegt das mit dem Ruckeln jetzt mal in den Griff? Okay, er muss erstmal alles laden, so ringsrum. Guck mal, jetzt sieht das nämlich. Jetzt sieht das. Also, Energie, Saufen, Essen und Lebensenergie. Müll, was haben wir denn da? Ausrüstung, was? Also haben wir hier irgendwie Zahnrädchen. Können wir jetzt eigentlich hier an dem Baum und hacken? Doch, da oben, guck mal, oben links. Holz plus 2, plus 1. Okay, Stock. Sehr gut, was können wir jetzt damit machen? Herstellen. Axt, wir brauchen Metallfragment. Können wir das nicht aus der Scheiße hier teilen? Ne, das können wir nur teilen. Okay. Wir müssen hier erstmal durchsteigen. So, wir haben hier einen Rucksack. Alter, richtig Ausrüstung hier. So. Stoff, Munition. Metallfragment. Fuel. Wir schreiben das Spiel erstmal nicht gleich ab, ne? Wir werden erstmal uns da reinsteigen. Reinsteigern. Guck mal, Lagerfeuer, Stein. Sehr schön. Also ein Lagerfeuer geht schon mal. Stoff, da brauchen wir Pflanzenfasern. Auch schön. Guck mal, wir können eine Holztruhe schon mal bauen. Schalldämpfer. Bett. Okay. Ich würde mal sagen, da gehen wir erstmal weiter. Weil, ich habe keine Ahnung, was da los ist, ne? Können wir uns das einfach so nehmen? Ja. So, wie kriegen wir denn Stein? Das sieht ein bisschen aus wie No One Survived. Das ist bestimmt auch von den Machern irgendwie, ne? Guck mal, da rennt doch schon irgendwas. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Weil, wir haben keinen Schimmer. Was ist denn hier? Können wir das nicht pflanzenfasermäßig abreißen? Ich habe jetzt gar keine Ahnung. Soll ich da reingehen? Weil die rennen da hinten schon rum und die rennen. Hier ist eine Kiste. Da ist nichts drin. Holz, Ressourcen sammeln. Ah, okay, guck mal, links. Links, da steht Ressourcen sammeln, Holz und Stein. Was ist das denn für ein Stein, Alter? Ah, Raspberry. Dann hacken wir mal Holz hier. Erstmal. Der wird uns da so ein Tutorial durchgeben, denke ich mal. Damit wir so ein bisschen mitkriegen, worum es hier geht. Oder wie das Spiel so funktioniert. Gut, das Holz haben wir. Wie sieht das aus mit Stein? Kann ich da jeden kloppen? Ja. Mal kicken, was der dann will. Schwefelerz? Ich will kein Schwefelerz, ich will Steine. Und das nicht zu wenig. Haben wir auch eine Innenoptik? Ja, geil. Wir haben auch eine Innenoptik. Ne, dann machen wir das da so. Oha. Zerknüppelte Scheiße hier. Macht mir ein bisschen Sorge, dass sie so rennen. Und nicht gerade langsam, sie rennen schnell. Ne? Der ist nämlich nicht gerade hinter mir lang geschlichen.
Aber so in der Innenoptik sieht es gar nicht mal so kacke aus, ne? Naja, was soll's. Ausgewogene Rezession, wie gesagt, bei Steam. So, Holz haben wir, Holz haben wir. Wir brauchen Stein. Da hinten sind noch mehr Steine. Ich will hier nur nicht direkt in eine Zombie-Falle rennen. Aber sonst halt richtig die Arschkarte. Was ist denn das hier? Ne, ich dachte, da wächst was. Ah ja, doch. Ich dachte gerade, man kann nicht alle Steine kloppen, aber anscheinend doch. Airdrop will land soon. Locate is indicated on the map. Ich habe eine Map? Alter. Wow. Military Block. Crashed Airline. Da ist der Airdrop. Und hier sind wir. Naja, logisch. So, gut, fertig. Was haben wir denn jetzt? Hä? Und jetzt? Jetzt haben wir doch ein bisschen... Jetzt haben wir doch gesammelt. Was will er denn jetzt? Zeichen? Was soll Zeichen? Achso, das ist das, was wir haben. Herstellen. Können wir nicht irgendwie... Warte mal, Waffen? Wo ist denn das primitive Zeug? Das primitive Zeug, Freundchen. Wie ein Bogen oder sowas. Gibt's hier keinen Bogen? Hier gibt's doch Pfeile. Klamotten, hier ist eine Fackel. Hier ist ein Raketenwerfer. Barrikade, Seil. Garten. Wasserfänger. Oha, es gibt viel Zeug hier. Holztür, Doppeltür aus Holz, Metalltür. Oh, alter Automatik, über Nachtsichtgerät. Speer. Metallmaske. Das wäre nur ein bisschen cooler. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Da ist die Town. Scheiße. Gehen wir Richtung Town, Alter? Na, rein theoretisch müssten wir, ne? Weil wir müssen Stuff finden. Und die Frage ist jetzt, wie leicht gehen die Zombies zu erledigen? Und warum sollte ich jetzt so viel Holz sammeln, ne? Raspberry? Warum sollte ich jetzt 50 Holz und 50 Stein sammeln? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Wir sammeln jetzt erstmal das Raspberry. Busch. So, damit haben wir Pflanzenfasern. Das ist schon mal sehr gut. Wir fuchsen uns hier einfach gemeinsam durch. Was haben wir hier in der Mülltonne? Ketchup. Samen. Nehmen wir alles mit erstmal. Erstmal mitnehmen. Aber Raspberry, das wird nicht viel bringen. Weil das ja nur so eine kleine Scheiße ist. Aber... Immerhin erstmal etwas. So, Busch. Busch. Zack, hier Pflanzenfasern. Wofür waren denn die Pflanzenfasern? Kann man da mal gucken? Nee. Konnte man nicht hier irgendwo bei... Hier. Man kann Stoff draus machen. Genau. Machen wir ein paar Mal Stoff draus. Und dann können wir uns nämlich einen Verband machen. Ja. Aus dreimal... Dreimal... Pflanzenfasern. Also aus dreimal Stoff kann man sich einen Verband machen. Gut zu wissen. Essensmäßig. Wir gucken mal nach, was bringt denn jetzt hier Essen? Oha. Das bringt aber gut was. Guck mal, das Wasser. Denke ich auch ganz cool aus, ne? Na, mal gucken. Wir müssen erstmal gucken, wie das Zombie-Verhalten ist, ne? Vielleicht hat es ja auch deswegen die ausgeglichene Rezession, aber es kann natürlich auch sein, dass es ausgeglichene Rezession hat, weil es online nicht so geil ist. Weil wenn das Spiel online nicht so geil ist, dann hauen ja meistens viele die Wertung gleich runter, aber da ich ja mehr so der Solo-Player bin, könnte das Spiel ja eigentlich ganz geil sein, ne? Ich fand damals No One Survive auch richtig gut.
Aber mit der Optik haben sie so ein bisschen keinen Platz mehr. Scheiße. Dann habe ich eine Armbrust und eine Fackel. Gegenstand muss ausgerüstet sein, um gehalten zu werden. Okay. Ja, habe ich doch ausgerüstet, oder? Ausstatten. Ah. Okay. Aber ich habe keine Pfeile, ne? Hallo? Ne. Nimmt der jetzt gar nicht mehr? Doch. Aber er nimmt nicht die Dings, ne? Also die Armbrust. Vielleicht, weil ich keine Pfeile habe? So, da hinten kommt die Town. Da sind ein paar Häuser. Wir werden mal abchecken. Ich habe nämlich keinen Plan, wie die Zombies sich verhalten, ne? Das ist das Problem. Ob wir die schnell erledigt kriegen oder ob die uns mit einem Ding erledigen. So, Pflanzenfaser. Und weißt du, was geil wäre, wenn man wie bei No One Survive das erinnert mich stark an No One Survive. Guck mal, das ist hier genau dieses Asset, also dieses Einstellung, genau wie, was war denn das beim letzten? Das war doch bei irgendeinem Horrorspiel. Da wo ich auch gesagt habe, hier, mit dem einen Haus in der Mitte. Das ist genau das wie bei No One Survive. Vielleicht ist das von den Machern von denen? Wir werden mal gucken. Oh, die Tür ist verschlossen. Die ist offen. Aber nichts drin, ne? Öffnen. Gut. Klamotten. Gib mal her hier. Warte mal. Wir brauchen. Warte mal einen weg. Ketchup-Pulle. So, kann ich das jetzt hier irgendwie. Auf die 4 machen? Nee. Ausstatten. Oh, er hat es gerade genommen. Jetzt hat er. Unten ist. Oh ja. Oh ja. Und wir haben ein Oberteil. Wir müssen nur aufpassen, dass uns jetzt hier nicht so ein Zombie überrascht. Was ist das hier? Draht. Ich weiß nicht, ne? Rad lassen wir erstmal liegen. Wir müssen erstmal mit der Mechanik hier klarkommen. Okay. Ein Platz für den. Ja, er macht das weg und macht das dahin. Die Metallfragmente waren, glaube ich, gut zur Herstellung, ne? Hier. Guck mal, wir haben 9. Oh, Alter. 20. Aber warte mal. Rucksack. Brauchen unbedingt Stoff ohne Ende, ne? Die Tür ist zu. Die Frage ist, ob man die einkloppen kann, ne? Auch zu. Hey, Tatsache. Man kann die kaputt machen. Ich weiß nicht, wie stark meine Axt jetzt darunter leidet. Aber wir werden mal einfach uns darin kloppen. So, sehr schön. Wir sind drinne. Was ist das denn? Masken. Okay. Verband, sehr schön. Rucksack, Schutz. Alter, wir brauchen noch so viel Zeug, ne? Wie sehen wir denn jetzt aus? Scheiße, mit Alt springe ich? Okay. Oh, scheiße, falsche Taste. Okay, das ist Quatschen, aber brauche ich nicht. Da hinten ist ein Hirsch. Kommt später. Die Tür ist offen.
Steht auch ein Bett einfach nur mitten im Raum. Hier stehen zwei Betten. Noch eine Maske. Pulver. Schwefel. Autos. Ich habe auf jeden Fall im Trailer gesehen, dass man auch mit Autos fahren kann. Ich sage euch, wir finden alle draus. So, wieder ein Oberteil. Auspuffrohr. Warte mal, wir machen erstmal das hier weg. Alles, was fressenmäßig ist. So, jetzt kann er wieder hin. Was ist langes Hemd? Langes Hemd habe ich. Hab ich. Gut. So. Kann man die Sachen? Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann die auseinanderkloppen. Was ist denn mit dem Auto da jetzt? Kann ich da irgendwas machen eigentlich? Hier ist eine Knarre drin. Machen wir Stock weg, weil Stock kriegen wir jederzeit wieder. Geht nicht schlecht. Also es ist wirklich wie No One Survive. No One Survive findest du auch ziemlich schnell Waffen. Ich dachte, es würde ein bisschen dauern, hier Waffen zu finden. Aber wir werden uns erstmal die Autos hier, die Autos durchsuchen. Was ist das hier? Gesundheitsgetränk. Auch nicht schlecht, ey. Verdammte Scheiße. Wir haben zu wenig. Wir brauchen einen Rucksack. So, wir machen das raus. Und. Warte mal, vielleicht können wir ja. Herstellung. Nicht. Pflanzenfasern. Genau, sehr schön. Dann nehmen wir den Riegel. Und das Getränk. Hier ist nichts drin. Was ist in dem Müllsack hier? Noch ein Riegel. Kann man die stacken? Oh, die kann man stacken. Kohle. Seil. Ah, hier gehen nur 10. Dann fresse ich die Scheiße jetzt erstmal hier auf. Guck mal, ich bin schon bei 100 jetzt, ne? Echt dicke. Diese, Himbeeren. Was haben wir hier? Und Platinen. Das müssen wir uns alle merken für später. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Hoffentlich werden wir nicht vom Zombie überrascht. Möbel, hier sind Anti-Rap-Pills, okay. Ja, wir schmeißen den Stein raus. Jetzt drauf geschissen. Badewanne. Erd. Du musst noch ein Regal. Schuhe. Sehr schön. Schuhe. Und Fragment nehmen wir mit. Wir brauchen endlich einen Rucksack. Verdammte Scheiße, nicht nur eins. Also bis jetzt eigentlich geil. Bis jetzt eigentlich geil. Jetzt müssen sich nur noch die Zombies ganz okay verhalten. Also die dürfen jetzt nicht nur zu verkackt sein. Aber wenn die zu verkackt sind, dann ist das Spiel für den Arsch. Aber bis jetzt erinnert mich das sehr stark an, also No One Survive, auch von den Häusern. Das kann auch von denselben Hersteller sein. Was weiß ich, auf jeden Fall haben dieselben Dinger verwendet. Auf jeden Fall gibt es Zombies, haben wir schon gesehen. Leder, Falle und eine Waffe. Da werden wir erstmal noch ein bisschen warten. Weil wir noch gar keine Muni haben. Komme ich hier hoch? Ja. So, hier ist nix. Nüchse. Ja, halt mal, was ist denn hier mit dem Schrank hier? Nicht? Okay. So, in der Hütte waren wir. Jetzt gehen wir in die. Ja. Also ich wollte gerade sagen, ich dachte, da drin ist einer. Und dann kloppen wir mal die Tür ein, mal gucken. Ja, ich habe jetzt mal gedacht, auch für meine Zuschauer mal ein bisschen was Spannenderes. Aber bis jetzt, also ich bin eigentlich noch zufrieden.
was es hier noch so human abgeht. Aber ich denke mir, das kann sich auch ändern. Ich wollte schon sagen, hier ist nichts. Panzerband. Mann, ich brauche endlich einen Rucksack, verdammte Scheiße. Auch einen Rucksack. Scheiße, ich wäre hier hinten reingekommen. Mist. Raspberry? Ne, ich habe noch 10. Alles voll mit Raspberry. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Jahreszeiten. Wie die sich wechseln. Ob sie sich wechseln. Ey, das ist ein Pferd. Sägeblatt. Schaufel? Du Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ey, ich brauche unbedingt einen Rucksack. Wir müssen uns das Auto merken. Ja, da ist ein Gaul, Alter. Hängt mit dem Gaul rein. Und hier rennen Zombies. Da warten wir noch kurz. Also wir warten noch. Was hat das mit dem Pferd auf sich? Den Zombie, ich habe Angst, dass ich denn da gleich überrascht werde und die mich eiskalt abservieren. Militärkiste. Patronen. Wir brauchen jetzt was, ne? Den Baumstamm weg, Patronen hin. So, wie sieht denn das aus? Kann ich jetzt in die fünfte machen? Wir haben, was ist denn das jetzt? Ach, er macht bald, weil ich kein Magazin habe, oder was? Was ist mit dem Gaul hier? Ich kann auf dem Vieh reiten? Ich kann auf den Gaul reiten. Mein Torso bleibt da oben drauf. Wäre nicht zu fassen. Also da muss schon... Qualitätsmetall. Hat der jetzt da alle reingeladen? Komischerweise. Ich habe jetzt keine Patronen mehr im Inventar. Nee, die sind weg. Jetzt werden wir mal gucken. Okay. Der kann ein bisschen was ab. Also ich glaube, ich blute. Alter, was ist denn mit dem? Das hat sehr lange gedauert und ich glaube, ich blute. Jetzt nicht mehr. Alter Schwede, okay. Mit denen ist nicht zu spaßen. Sagen wir es mal so. Was hat der? Hat der was Sinnvolles bei? Nein, nur Leder und ein Chip. Das wird später sinnvoll sein. Kacke, Alter. Also wir müssen noch ein bisschen gucken wegen Schleichgang, ne? Um mehr in die Hütte rein zu gehen. Der will doch gleich auf mich zukommen. Oh, ja, ja. Zack, der hat mich erwischt. Dumme Sau. Warum zieht der mir immer Energie ab? Warum zur Hölle? Schalt, mein Torso ist weg. Mist, ey. Okay, der braucht aber heftig. Der braucht aber heftig Scheiß, ey. Fuck. Der braucht... Mein Gott, wie kriegt man hier einen... Ich muss... Irgendwie müsste man die besser auf Distanz halten können, ne? So, vielleicht mit einem Speer oder irgendwas. Fuck it, ey. So, habe ich denn irgendwo wenigstens, wo ich verreckt bin? Nee, ne?
Jetzt müsste ich wieder zur Stadt laufen und dann... Mist, Mann. Okay. Gut, also... Ich hoffe, da so eine Schussweste oder hier Schutzweste ist da wirklich hilfreich. Ansonsten hat man echt die Arschkarte, weil die Viecher halten ja echt eine Menge aus. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie genau auf den Schädel zielen kann. Weil ich habe ja einmal minus 10 da abgezogen, dann habe ich 8 abgezogen und ach, was weiß ich was. Was ist denn hier in der Tonne? Ja, Tränke. Ja, das ist so tricky. Man findet bestimmt wieder Möglichkeiten. Ach scheiße, ich sitze ja hier vor. Also so sieht das halt aus hier. Na, das fällt mir jetzt kurz vor Schluss ein. Also ich hoffe, das hat euch nicht gestört. Kacke! Erstmal das Blöde, wenn du ein neues Spiel anfängst und dann achtest du, oh, da unten ist es und dann achtest du aber nicht bei deiner Aufnahme, wo du gerade sitzt. Kackner Dreck, ey. Also die Zombies sind gefährlich. Gut. Also man braucht auf jeden Fall auch ein Magazin, um alle Patronen darin zu machen. Was ist hier? Wasserflasche. Oh. Eine Wasserflasche. Super geil. Kann ich die jetzt, nee, das geht nicht. Ich kann nur benutzen drücken. Okay. Aber für später. Trotzdem sollte man das Spiel nicht gleich abhaken. Weil es, glaube ich, Potenzial hat. Wenn sie da hinterher sind und das updaten und alles, weil... Es macht einen soliden Eindruck, also es macht gar nicht so... Weißt du, auch wenn sie sich natürlich, also ich weiß nicht, ob sie selben Entwickler sind. Aber wenn nicht, dann haben sie sich natürlich ganz schön bedient bei denen. An der ganzen Scheiße, weil die Optik und alles hier so, die Häuser und... Sieht halt genau gleich aus. Warte mal, kann man das sehen? Hier bin ich doch Deathmarker. Boah, es wird auch gleich dunkel, ne? Maske brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier, das habe ich leer gelootet. Ist es auch wirklich die Scheiße? Oh, ein Apfel. Auch gut. Schön wäre... Hier ist das mein Schwefel drin, ne? Es wäre wirklich schön, mal einen Rucksack oder so ein Dreck. Himbeeren, ja. Zieht das wieder los. Da ist immer noch der Gaul. Liegt mal hier, ne? Zack, zack. Was ist das hier? Was ist denn das? So, jetzt haben wir hier was ordentliches. Gegenstand muss ausgerüstet. Ist doch ausgestattet, oder? Kann ich nicht. Ne, geht nicht. So, da hinten ist mein Dota. Da ist der Zombie. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt hier mehr bringt, die Klinge. Da ist ein Zombie. Alles nehmen. Ja, deine Fresse hier. Die Schuhe. So. Soll ich nochmal versuchen? Wenn nicht, reiten wir mit dem Gaul weg. Okay. Das ist auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Du brauchst eine Waffe. Kann ich... Ach, scheiß da jetzt auf die Armbrust. Du brauchst auf jeden Fall eine Waffe. Ich nehme mal den Gaul hier. Guck mal, jetzt hier sind zwei Torsos jetzt in einem.
Ulkig. Verbuggt, aber vom Allerfeinsten. War gut, wir nehmen mal das mittlere Haus hier. Bleib doch stehen, du Gaul, ey. Wo willst du denn hin, Mann? So, okay. Torso, ich verstehe nicht ganz, aber gut. So. Tür kann man schließen. So, dann würde ich mal gerne gucken, herstellen. Aus. Lagerfeuer, 10 Steine, bla bla bla, Bettchen. Kann man hier nicht so ein provisorisches Bett bauen? Einfach so ein provisorisches Bett, so eine Matte oder sowas? Nee, man muss das hier bauen, ne? Bisschen ärgerlich, aber es gibt hier ordentlich Waffen, wie es aussieht. Okay. Taschenlampe, Chip, Fragment und Draht. Speer. Holographisches Visier. Alter, hier gibt es aber einiges, ne? Jetzt ist es nämlich dunkel. Und ich habe ja nichts. Nicht mal eine Kiste, nischt. Holztruhe. Unzureichende Ressourcen. Bin ich erschrocken wegen der Axt. Ist Geld drinne? Bohnen? Bohnen? Können ja eigentlich auch die Tüte hier draußen nehmen als unser, ne? So, die Pistole kommt da rein. Die Schaufel kommt auch hier weg. Und dann gehen wir ein bisschen Holz hacken. Wie viel brauchen wir denn für ein Feuer? 15. Jetzt meine 15? Nee, habe ich noch nicht. Aber jetzt. Oh, ein Stein. 15 Stein. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Bei mir ist das nämlich auch so dunkel. Zack. Wieso denn Schwefel, Mann? Der holt hier nur Schwefel raus, Mann. Du sollst Steine da rausholen, Junge. Oh, 15 Stein! Keine Sorge, ich sehe genauso wenig. Vielleicht sehen wir wieder mehr. Die Folge ist eigentlich schon zu Ende, so eine Scheiße. Was ist hier, das Holz? Ich brauche mehr Stein. Hier ist Stein. Aber hier ist schön hell. Später haben wir 0 gleich. So, genau. Wir rennen schnell in die Hütte, machen Lagerfeuer und dann beende ich die Folge. Aber ich muss wirklich sagen, es ist cool, es macht Laune. Da steht mein Gaul. So wie es scheint, essen die Zombies kein Flash. 6. 3. Why? Ein Platz. Was soll denn das da? Ich kann mein Lagerfeuer nicht sehen. Hab ich das nie rausgeschmissen hier? Nein. So. Ort. Okay, ich kann hier drinnen leider nicht platzieren. Genauso wie es bei Dings war. Wieso? Hä?
Bauteil kann hier nicht platziert werden. Verstehe ich nicht ganz. Hier kann es nicht platziert werden, aber hier ist doch... Das war grün. Hä? Wieso kann das hier nicht platziert werden? Warum nicht? Muss ich dafür jetzt ein Fundament oder so einen Scheiß bauen? Hör auf, ey. Mach hier keinen Quatsch. Ich brauch den Bauhammer erst hier, ne? Upgrade, Repair. Bauhammer, hier. Ach. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Also, das war Dead District. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und das Spiel sieht ganz... Also, da kann noch was kommen, ne? Also... Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut da rein. Ciao.